Hi, vor einem Monat habe ich ein kleines Video zu Jung Home gemacht, wo ich beispielsweise diese Schutzkontaktsteckdose mit Energiemessung und diesen Einfachtaster von Jung Home das erste Mal in meinem Leben ausgepackt und ohne mich darauf vorzubereiten getestet habe. Und es ist auf jeden Fall intuitiv zu bedienen gewesen, bloß Stand jetzt. Ich bin auf jeden Fall schlauer geworden. Es kam eins zum anderen. Die Jung GmbH hat sich mit mir in Verbindung gesetzt. Ein Mitarbeiter hat mich telefonisch kontaktiert. Dann wurde ich zur Hauptquelle eingeladen, dort wo die Steckdosen, die Lichtschalter, die Abdeckungen, die Rahmen produziert werden. So viele unterschiedliche Wechselkonsolen, die sie haben, für die und die Aussparungen von Abdeckungen. Ihr kennt selber LAN-Dosen, USB-Steckdosen, SAT-Dosen, TAE-Dosen und so weiter und so fort. Da gibt es ja so viele unterschiedliche Sachen in unterschiedlichen Schalterdesigns, in Edelstahl, Chrom, Messing, Kunststoffe. Diese Verarbeitung, diese Qualität, die Qualitätssicherung und so weiter. Aus wie vielen Einzelteilen eine Steckdose und diese hundertprozentige Kontrolle mit den Kameras, die da in den Anlagen sind, diese ganze Automatisierungstechnik, aber auch die Handarbeit, die bewundernswert ist an der Stelle. Und dort wurde ich eingeladen, hatte eine Jung Home Schulung und es werden noch weitere Videos folgen, entsprechend zu Lichtkreisen, zu Rollo, zu Raumthermostat, zu alle möglichen, so unter realen Bedingungen, sage ich mal, wo wirklich gezeigt wird, was möglich ist und wie es angeschlossen wird. Und demnach hatte ich jetzt auch die Möglichkeit, die Sachen hier zur Verfügung gestellt zu bekommen. Deswegen habe ich mir auch selber so eine Montageplatte gebaut. Die habe ich jetzt modular, also jetzt ortsveränderlich, sage ich mal, gebaut und nicht an der Montageplatte. So sieht die zum Beispiel von hinten aus, wo ich einfach mit einem Stromkreis reingegangen bin. Aber es spielt ja bei Jung Home sowieso keine Rolle, ob die Steckdose am einen Stromkreis hängt und der Schalter am anderen, Thermostat am anderen. Die kommunizieren einfach über Bluetooth und so miteinander und dann passt das. Und demnach habe ich auch diverse Fragen gestellt. Wie sieht's aus mit Verbindungsfehlern? Hattet ihr das und so weiter? Oder seid ihr heute schon so ausgereift, dass es auf jeden Fall funktioniert? Das Ding ist, jedes Gerät von Jung Home hat Bluetooth integriert, Bluetooth Mesh, hat quasi eine Reichweite von, ich weiß nicht, 20, 25 Meter oder so. Aber das Geniale ist, dass wenn du hier einen eingebaut hast, ein paar Meter weiter, ein paar Meter weiter, die funken die Signale untereinander und verstärken die quasi wie ein Repeater. Heißt, du hast keine Angst, dass du zu weit entfernt bist von irgendwas, weil die Sachen einfach, je mehr du davon im Endeffekt hast, desto besser und stabiler ist am Ende die Verbindung. Das war auf jeden Fall richtig gut. Das jetzt in dem Design LS990 Alpinweiß. Davor hatte ich ja die Sachen selber geholt in AS500 Alpinweiß. Aber ich habe einige Sachen gemacht. In der Insta-Story, wo ich hier auf diesen Taster gedrückt habe, hat auch schon einer gefragt, wie. Und das Ganze ohne Steuerung? Wie hast du das gemacht? Da ist so viel Technik verbaut und so. So viel Ingenieurskunst, Entwicklung und. Und ich bin um einiges schlauer. Hier lang gedrückt halten, diesen Button, damit es im Anlernmodus ist und blau blinkt. Bei den Tastern beispielsweise beide Wippen gedrückt halten, bis er blau blinkt, ist Anlernmodus. Oder entsprechend von der Spannungsversorgung trennen, wieder einschalten und dann ist auch, oder hier bei Bewegungsmelder zum Beispiel, einfach abmachen. Dann ist er ja getrennt vom Stromkreis, machst du wieder ran und dann ist es so, dass er im Anlernmodus ist oder auch direkt betriebsbereit, kann man fast sagen. Genau, deswegen kann ich das an der Stelle einmal hier in die Steckdose reinstecken. Dann sieht man auch schon, wie alles leuchtet. Ich habe mir mit der Jung Home App das Ganze hier schon entsprechend konfiguriert. Und ich war ja verwundert, warum die Lampe auf hundertprozentige Helligkeit immer ist. Jetzt kann ich sie tatsächlich runterdimmen, wenn ich gedrückt halte. Und wenn ich mache mal ein bisschen heller. Da gibt es auch noch eine schöne Sache. Wenn er jetzt in dem Dimmmodus ist, kann ich einschalten und der bleibt in dem Dimmmodus. Das ist richtig cool. Ach, ich habe hier einige Sachen gemacht. Hier habe ich die linke Steckdose geschaltet, hier die rechte Steckdose, hier drüber Rollo. Jetzt fährt er runter, wenn ich dann gedrückt halte, dann fährt der entsprechend 5 oder 10 Sekunden, habe ich ihn eingestellt, dass er entsprechend runterfährt. Ne, 5 Sekunden. Und hoch entsprechend, dass er hochfährt, wenn ich gedrückt halte, auch 5 Sekunden. Lässt sich individuell einstellen, die Endlagen, wie lange die Verfahrzeit ist. Und so kann man denen auch so viele Sachen sagen. Bis 50% fahren, wenn das und das. Und es gibt auch Szenen, die gemacht werden. Und genau. Oder Lamellenstellung, wenn du einmal nur kurz machst.
Dann kannst du in Millisekunden sagen, dass die Lamellen beispielsweise so um das und das verstellt werden sollen. So viel dazu. Raumthermostatregler und Steckdosen kann ich mal wieder ausschalten. Ich zeige euch das mal, was ich hier gemacht habe und was möglich ist mit der Jung Home App. Wow! Und es werden so coole Videos folgen. Seid gespannt. Boah, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich drücke mal hier erstmal auf den Haken, damit der hier beim Thermostatschalter wieder alles entsprechend hat. Weil wenn ich jetzt das Ganze hier mit Komfortmodus, wenn er das erreicht hat, dann schaltet er entsprechend doch die Lampe, die ich hier unten hingemacht habe. Und wenn ich den jetzt sage, dass er runter soll und die Temperatur nicht mehr erreicht, dann hört er auf zu heizen, dann geht die Lampe entsprechend aus. Die Lampe habe ich für einen Bewegungsmelder gemacht, die muss ich aber empfindlicher einstellen, weil es jetzt gerade zu hell ist. Ist alles mit der App möglich. Du brauchst beim Bewegungsmelder entsprechend den nicht mehr abmachen und dann hinten irgendwelche Sachen drehen und das einstellen. Hier sind keine Sachen zum Drehen, alles ist per App. Wie lange soll der Bewegungsmelder an sein, auf welche Intensität, auf welche Entfernung, welcher Bereich, linker Bereich, rechter Bereich, das ist alles richtig nice. Es gibt diese Schutzkontaktsteckdosen hier mit erhöhtem Berührungsschutz, einmal ohne Energiemessung, steht auch hier dann entsprechend dran, ist nur ein normaler 16 Ampere, 250 Volt mit Taster und ein anderer ist dann mit Energiemessung. Den ohne Energiemessung habe ich hier und den mit Energiemessung habe ich hier eingebaut. Hier kannst du entsprechend alles sehen, den ganzen Verlauf. Und das Geniale ist, wenn du beispielsweise ein Standby-Gerät hast, wie ein Fernseher, und den angesteckt hast, der im Standby, keine Ahnung, 0,1 Watt, sage ich mal, verbraucht, dann sagst du, okay, dann soll halt nichts passieren, dann bleibt das so. Aber wenn ein Schwellwert von beispielsweise 5 Watt oder so erreicht ist, dann soll eine Szene angehen. Dann soll beispielsweise, dann weißt du, okay, TV machst du einmal an, zack, dann soll Rollo automatisch runterfahren, Raumtemperatur soll automatisch nach oben fahren, Licht soll gedimmt werden, das kannst du per Szene alles Mögliche zeigen. Ansonsten habe ich hier den normalen Dimmrelais, einfach Dimmrelais, so wie im letzten Video quasi gemacht, sodass ich die Lampe einschalte und erhellen kann. Und eine Sache war auch interessant beispielsweise, so kann ich ausschalten. Bei der Lampe ist es nämlich so gewesen, da haben sie mich auch darauf hingewiesen, manchmal ist die Dimmfunk, die Dimmstärke ja so gering, dass das gar nicht mehr mit dem Auge, ich sag mal, sichtbar ist. Ich weiß jetzt nicht, wie es jetzt aktuell eingestellt ist. Ich dimme den mal runter. Ja, du siehst es gar nicht. Du siehst zwar hier, dass die Lampe an ist, aber du siehst es sinnbildlich nicht, dass da irgendwas glüht, weil der auf 0% gedimmt ist, sage ich mal. Das kannst du auch tatsächlich einstellen, den untersten Dimmwert in Prozent, ich sag mal 8% unterster, und dann fährt der auch nicht weiter runter. Kann ich euch gleich in der App einmal zeigen, aber sonst funktioniert das Ganze. Hier tatsächlich gibt es auch ein Serien- Dimmer, Schalteinsatz, ich muss kurz gucken, Schalteinsatz, Relais, einkanalig, das ist für Bewegungsmelder gewesen. Dann Nebenstelle 3 Draht, den habe ich tatsächlich hier jetzt eingebaut, da wo ich diese Sachen mache, obwohl ich da nur L und N angeschlossen habe und keinen geschalteten. Es gibt tatsächlich auch noch, oh, jetzt hat mich ein Bewegungsmelder erkannt, es gibt tatsächlich, ja, Jalousieeinsatz, ich will auch euch nicht verwirren, Jalousieeinsatz habe ich entsprechend hier eingebaut. Und was ich gerade noch zeigen wollte, ist der Serientastdimmer. Der ist jetzt tatsächlich noch hier drin. Ne? Der ist prinzipiell dafür gedacht, um zwei Lampen von der Schaltstelle ausschalten zu können. Linke Wippe, rechte Wippe. Aber ich wollte euch nur demonstrieren, dass man hier auch einen anderen Einsatz einbauen kann und trotzdem die Steckdosen schalten, weil die unabhängig von dem Stromkreis sind. Und es ist einfach komplett genial. Genau. Und was habe ich hier gemacht? Hier habe ich mit der Taste eine Serie erstellt, dass Rollo auf 80% runterfahren soll, das Licht auf 30% oder so gedimmt angehen soll, Raumtemperatur auf 23 oder 20 Grad und eine Steckdose, die Steckdose eingeschaltet werden soll. Ich taste hier mal drauf, zack, Rollo fährt runter, die ist an, das ist gedimmt an, sieht man jetzt ganz schlecht. Kommt halt immer auf die LED an. Genau 30% oder so. Und Raumtemperatur auf 23 Grad gestellt. Und gerade eben war der auf 17 Grad oder wo ich den runtergefahren habe. Deswegen heizt der jetzt entsprechend doch wieder auf die und die Sache. Ich mache mal die App an. Ich zeige euch noch ein paar Sachen. Und dann könnt ihr euch selbst ein Bild davon machen, was alles hier möglich ist. So, das ist jetzt meine Jung Home App.
Jetzt bin ich auf Home. Ich habe mir auch einen Bereich mit Musterwand gemacht. Hier sieht man beispielsweise die ganzen Sachen. Bewegungsmelder kann ich auch separat einschalten und wieder ausschalten. Das ist so genial, dass der dann noch so einen internen Schalter hat, damit er durchschaltet. Raumthermostat-Display, du kannst hier die Temperatur entsprechend auch selbst regeln und da geht es auch. Das ist alles so smart geworden. Und Schokosteckdose hier an, aus. Der mit Energiezähler an, aus. Hing noch nichts dran bis jetzt, deswegen auch keine Daten vorhanden. Beziehungsweise hier sieht man, dass er ganze Zeit auf Null gewesen ist und so. Ansonsten Taster einfach. Hier mit der Dimmfunktion kann ich wieder auf 100% hochfahren. Oder war auf 15%, kann auch sein. Ich kann ihn ja auf 52 machen. Hier, jetzt sieht man, auf welchen Dimmwert ich den eingestellt hatte. 15%, genau. Mit dieser Serie, sage ich mal, die ich da eingebaut habe. Und sonst Lampe kann ich auch ein- und ausschalten. Und das Geniale ist, es gibt einmal hier diese Einsätze und die Abdeckungen in der App. Und die sieht man, wenn ich auf die ganzen Sachen gehe. Hier sind die Steckdosen. Bei Lampen sehe ich einmal Bewegungsmelder Einsatz und Taster einfach Einsatz. Bei Rollo sehe ich auch diesen Einsatz, wo ich auch sagen kann, der soll hier jetzt auf so und so viel runterfahren und dann wird er das auch an sich machen. Der war schon unten. Deswegen jetzt fährt er hoch und du siehst doch, in wie vielen Sekunden der zu dem und dem Bereich hoch oder entsprechend runterfährt, 45%. Man kann auch noch zeitgesteuerte Automatiken einbinden und so fahre ich den jetzt wieder komplett hoch. Und wenn ich hier auf den Taster drücke, dann soll er ja runterfahren an sich. Ich lasse ihn erstmal hochfahren. Genau, jetzt fährt er runter. Hier sieht man noch, bis zu welcher Position. 82%. Das ermittelt er sich entsprechend durch die Zeit, die man da eingegeben hat beim Einrichten. Und hier sind die Taster einfach Licht. Das sind jetzt die Abdeckungen, die du auch entsprechend deklarieren kannst, so wie du es möchtest. Unter Einstellungen, ob nur A oder ob du A, B tasten möchtest, kannst du umbenennen. Hier A und B, dass die Tastfunktion etwas macht, die andere was anderes. Auswahl speichern. Ich kann ja unten eine Steckdose schalten und mit der oberen beispielsweise das Licht ganz normal. Rollo kann man tatsächlich auch mit einer Wippe machen. Ist auch ganz in Ordnung, habe ich auch in der Schulung gelernt. Es sind so viele Möglichkeiten möglich. Jetzt hat er das mit den Bereichen. So, steuerbare Elemente oben, unten. Und dann kann ich Funktionen wählen. Zack. Welches Gerät? Hiermit möchte ich Einfachtaster-Einsatz für die Lampe schalten. Und dann gehe ich hier auf den unteren. Und da sage ich Funktion wählen, Gerät. Schutzkontaktsteckdose ohne Energiefunktion. Und jetzt sieht man das hier. Und oben kann ich die Lampe einschalten. Mit gedrückt halten kann ich die entsprechend jetzt runterdimmen. Und hier kann ich die Steckdose schalten. Kann jeder Kunde entsprechend selber zu Hause sich so gestalten, wie er möchte. Und dann ist gut. Und bei der Lampe muss ich kurz mal gucken. Das wäre jetzt beim Einsatz. Und dann gehe ich hier auf Einstellungen und hier sehe ich jetzt Beleuchtung hier bei den Parametern, Helligkeitsbereich. Und hier mache ich den mal auf 15%. Dunkler kann er nicht. Einschalthelligkeit 100% oder wie letzten Wert verwenden, dann bleibt er entsprechend auf dem Wert. Und dann auf Haken. Und jetzt kann ich ihn nicht weiter runter dimmen als bis zu dem Dimmwert. Ah, ich muss oben dimmen, weil oben ist jetzt die Lampe. Siehst du, dunkler geht nicht. Ich mache aus, ich mache wieder an und der behält sich das entsprechend bei, so wie der gewesen ist. Und so kann ich ihn wieder auf 100% hochfahren, ausmachen und der behält sich den Wert, wie er vorher gewesen ist. Top! Zentrale Steuerung, ach, hier gibt es so viele Sachen, die man machen kann.
Zentrale für Rollos, für Steckdosen, für Raubthermostat, alle komplett auf die und die Temperatur bringen, wenn man alle gleichzeitig machen möchte, die hier eingebunden sind. Und hier beim Bewegungsmelder hat man entsprechend die Bereiche. Jetzt kann ich sagen, okay, der soll ganz empfindlich, ganz weit reagieren. Und hier habe ich noch die Möglichkeiten, die Helligkeitsschwelle in Lumen einzugeben. Bei 745 wird er auf jeden Fall reagieren. Jetzt merkt man es auch, wenn ich was mache, dann geht das Licht direkt an und es funktioniert. Das ist richtig Hammer. Dass das jetzt so dimmt und wieder hochgeht, ist es lampenintern. Das hat jetzt nichts mit dem Bewegungsmelder zu tun. Genau, dann schalte ich die ganze Sache einmal wieder aus, ziehe den Stecker und dann, falls der Lampendraht nicht in dem und dem Taster drin ist, wo man ihn eigentlich haben möchte, es gibt noch so viele Sachen, die man hier mitmachen kann, die haben über dieses Bluetooth Mesh auch noch diverse Aktoren, die man beispielsweise hinterm Schalter oder an Abzweigdosen oder sonst wo verstauen könnte. Und darüber hier auch mit Binäreingängen sind noch Sachen möglich, um beispielsweise da ein Lampendraht anbringen zu können, L und N, und dann schaltet das Teil über Bluetooth mit deinem x-beliebigen Taster, egal wo der sich befindet, wo der angebracht wurde. Und so kann man von mehreren Positionen entsprechend auch Lampen dimmen, schalten, automatisiert schalten lassen. Ah genau, ich wollte ja tatsächlich auch noch die Szene einmal zeigen, welche ich erstellt habe. Dazu stecke ich doch nochmal ein. Und Szenen haben wir hier, für TV habe ich die gemacht. Ah, jetzt habe ich drauf gedrückt, jetzt schaltet die. Aber hier sind diese Parametrierungen. Raumthermostatregler soll auf die und die Gradzahl beispielsweise fahren. Schokosteckdose Energie soll eingeschaltet werden. Und Rollo soll entsprechend auf die und die Prozentzahl fahren. Und Präsenzmelder haben sie beispielsweise auch noch über Bluetooth Mesh. Das Ganze sieht in der Form aus, dass man das entsprechend irgendwie an die Decke hängt, wo man dann eine Hohlwanddose eingearbeitet hat. Und das ist einfach dieselbe Aufnahme wie dieser Schalteinsatz. Und das kommt beispielsweise einfach hier drauf. Hält und kann man auch entsprechend dann mit der App verbinden. Einrichten und dann läuft die ganze Geschichte. Ja, weil ich jetzt so viele Produkte habe und mehr Möglichkeiten hatte, das Ganze hier irgendwie zu verknüpfen, wollte ich das einfach in der Form einmal zeigen. Ich denke, das zeigt nochmal, wie vielfältig das Yung Home überhaupt ist und wie gut es funktioniert und wie intuitiv zu bedienen und was alles machbar ist und das Ganze auch so schön strukturiert in der App zu haben. Alles ist schön mit Symbolen ausgestattet, sodass man da nicht durcheinander kommt. Und die Einsätze sind getrennt von den Abdeckungen und das passt auch, wenn da etwas ist, kann das mit dem kommunizieren, obwohl es über Funk ist und solche Sachen und ist richtig gut für konventionelle Verdrahtungen zum Nachrüsten, aber auch für Neubauten tatsächlich, die jetzt nicht sich mit ETS und so weiter auskennen, wo man dann keinen Elektroinstallateur rufen muss, um irgendwelche Sachen umändern zu lassen und so. Deswegen, das ist einfach richtig, richtig einfach. Wenn man das einmal gemacht hat, wer eine App bedienen kann, der kommt damit auf jeden Fall klar. Und ich bin auf jeden Fall richtig happy mit der Geschichte. Dann würde ich sagen, das war's mit dem Video. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!